Super leichte Zeichnungen. Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Super leichte Zeichnungen. Heute werden wir Kaffee und einen Donut zeichnen und ausmalen. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Zuerst werde ich den Kaffee zeichnen und den Plastikbecher so. Ich zeichne eine köstliche Schlagsahne obendrauf. Und einen Strohhalm. Jetzt zeichnen wir einen köstlichen Donut daneben. Lass uns eine kleine ovale Form zeichnen, die die Mitte des Donuts ist. Dann zeichne ich den Rest mit etwas Zuckerguss. Jetzt zeichnen wir süße Gesichter für unseren Kaffee und Donut. Ich zeichne zwei süße Augen auf den Becher. Und einen lächelnden Mund. Dann zeichne ich wieder zwei süße Augen für den Donut. Und einen Mund. Sie sehen köstlich aus. Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Lass uns den Kaffee mit hellbraun ausmalen. Ich lasse die Schlagsahne weiß. Für den Strohhalm benutze ich hellviolett. Und ich male den Plastikbecher mit diesem Marker aus. Für den Zuckerguss des Donuts benutze ich rosa. Für die kleinen, zuckerhaltigen Teile benutze ich die Farben des Regenbogens. Rot, orange, gelb, grün, blau, lila. Schließlich male ich den Rest mit hellbraun aus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.